Aufnahme läuft. Servus. Nein, warte. Jetzt musst du doch Servus. was schneiden. Outtake. Bleibt drin. Ja. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zur nächsten Runde von Andreas und Sebastian nehmen Autopflegemarken in die Mangel. Im ersten Video haben wir uns Sonax angeschaut. Dann auf euren Wunsch haben wir uns im zweiten Video die Chemical Guys angeschaut. Die Idee ist, dass wir uns hinsetzen und frei von der Leber weg, ohne Skript, überlegen und euch erzählen, was wir von einzelnen Marken halten. Was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, wie gefallen sie uns, wie sprechen sie uns an, welche Produkte sind so ein bisschen Highlights und welche eher nicht. So, in diesem Video, Sebastian, was schauen wir uns heute an? Ich habe Bock auf Kochchemie. Sehr gut, dann habe ich auch Bock auf Kochchemie. Dann wir das. So, Kochchemie, soll ich puh. mein Statement, mein Startstatement dazu abgeben? Mach mal, weil Kochchemie ist für mich ganz, ganz schwierig. Ich habe da Emotionen, die gehen so und die gehen Das ist ja, so. das klingt, das ist natürlich super spannend. Also vielen Dank auch schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es um Kochchemie. Wenn ihr die letzten Teile mit Sonax oder Chemical Guys anschauen wollt, dann guckt gerne noch mal ein paar Videos zurück. Auch sehr, sehr cool, wie ich finde. Und wir freuen uns auch über euer Feedback. Deswegen teilt gerne hier eure Meinung unten in den Kommentaren. Und heute geht es speziell um Kochchemie. Mein Statement zu Kochchemie ist folgendes. Jetzt lass mich mal noch 3 Sekunden drüber nachdenken. Wie kann man das am besten formulieren? Kochchemie. Ich habe hier unten die Produkte stehen, so ein bisschen am Bildrand. Hier unten sind sie noch da. Also, Kochchemie ist für mich so der typische sterile Handelsvertreter, der an deiner Haustür klingelt und dir einfach Produkte anzeigt und anbietet, die keinen extrem starken visuellen Reiz auslösen. Sagen wir mal so: Du siehst die Produkte und denkst dir erstmal, das muss ich ausprobieren, um neugierig zu werden. Weil, wenn ich die Flaschen mir anschaue, egal ob es Polestar ist, ich könnte mal ein paar reinstellen. Auch wenn es ein bisschen knallt im Mikro. Ich stelle es einfach mal auf 2 hin. Das sind, Kochchemie ist eine Marke, da musst du rangeführt werden durch jemanden, der dir das empfiehlt. Also Ja, wenn ich jetzt in den Laden reingehen würde, und hier stehen jetzt ganz viele Flaschen, ich würde niemals unten zu den Kochchemie-Flaschen gucken. Optisch, jetzt gehen wir nur mal von der Optik erst. Also nein. du musst, deswegen sage ich, du musst an die Marke rangeführt werden von jemandem, der die ausprobiert hat und sagt, ey, probier das mal aus. Und das hat, und jetzt kommen wir wieder zum Positiven, das hat die Marke aber eigentlich gut im Griff und bisher auch gut geschafft. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch in den Gruppen einfach bei uns sagst, einen guten Snowform oder einen guten Textilreiniger und sowas, da kommt immer Koschemi Polestar oder Koschemi Greenstar als APC und Insta, so weiter. Also Eulex. die Marke ist in unserer Szene eigentlich bekannt. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich sage, das kann auch, da kommen wir, jetzt springen wir schon sehr weit. Kochchemie hatte dann diese Führungsübernahme oder wurde dann, ist so eine neue Führung so ein bisschen dann Ja. gelaufen in der letzten Zeit, immer noch relativ jung, die Geschichte. Und da muss ich sagen, auch vorher schon, das hat nicht so viel mit diesem Führungswechsel oder sowas zu tun oder Fusion oder was es war, ist egal. Auf jeden Fall, das tritt für mich auf der Stelle, die Marke. Also das ist jetzt so, ich finde, da geht es irgendwie nicht so Ja, richtig weiter. Das ist irgendwie so, nicht, du hast die ja. Flaschen und das funktioniert. Du hast einmal diese Consumer Line, die praktisch diese blau, ich komme nicht, mein Arm ist so kurz, Blau diese Silber, ja. blau-Silberflaschen hast du mit drin. Und Refresh Cockpit Care, Quick Shine, Nano Magic Shampoo. Und das sind alles so Sachen, die kennen wir, aber ein Ja. Hersteller, der weit vorn mitspielen will, auch in unserer Szene, muss den Leuten auch immer mal wieder ein bisschen was Neues, was Frisches bieten. Das hat Kochchemie auch Ja. versucht. Und da kommen wir jetzt nochmal zu einem echt Punkt, wo ich sage, das ging meiner Meinung nach nach hinten los. Und zwar ist das Spray Sealant in dieser kleinen 500 ml Flasche. Ja. Das ist leistungsmäßig. Und ich hab echt an mir selbst gezweifelt und dachte, ist das jetzt, habe ich eine kaputte Flasche gekriegt oder so? Also von der Leistung her ist Ja. das überhaupt nicht auf dem Level von Sonax Sprayversiegelung, Synthetic Spraywax und was wir alles kennen. Und teuer dann auch. Wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, es ist teuer. Es ist wirklich teuer. Es ist wirklich teuer. Und dann kommen wir zum Habt Handwax. ein anderes Beispiel. Genau, Handwax kannst du ja gleich ausführen. Ich sag noch was, auch die Keramikversiegelung zum Beispiel, ne, Ja. hat, wenn ihr so ein Ja. bisschen in dieser Szene mit drin seid und auch mich mit Aufbereiter unterhaltet, also ich glaube, die wenigsten werden dort jemanden die Keramik drauf machen aufs Auto oder geschweige denn einem Kollegen weiterempfehlen oder irgendwas. Empfehlen, Und das ja. hat für mich auch nochmal so ein bisschen gezeigt, dass da irgendwie die Sache komplett wie eingeschlafen ist. Also und das finde ich unheimlich schade, weil Kochchemie eigentlich so ein Hersteller ist, wieder aus Deutschland und man kennt so ein paar Gesichter auch durch YouTube-Besuche und so weiter. Und da sagt man sich,
warum geht es da jetzt nicht so richtig weiter? Und das ist das Schöne an in diesem Format, dass wir jetzt einfach hier das auch frei raus sagen können, ohne dass jetzt Kochchemie bei uns hier gleich hier anruft und uns fertig macht. Wenn es so ist, dann ich bin bereit, aber das machen wir natürlich nicht. Das Lustige ist für mich gerade, du bist eigentlich normalerweise der, der die Sachen vorsichtiger formuliert. Du hast es gerade brutaler und deutlicher gesagt, als ich es gesagt hätte, in dem Sinne, weil ich. Du merkst, ich bin alles, jetzt langsam im Format drin, jetzt geht's richtig los. Alles, was du gesagt hast, stimmt und ich stimme dir auch 100% zu. Das mit dem Design kann man auch anders sehen. Ja. Wir hatten das bei Sonax angesprochen. Sonax hat kein einheitliches, durchgehendes Design. Kochemi hat das und zwar sowas von. Das ist alles einheitlich. Es ist alles auf Basis von so einem Periodensystem in dem Sinn sortiert. Wenn man da mal drin ist, dann versteht man es auch. Und also es ist sehr klar, es ist sehr einheitlich und das gefällt mir eigentlich. Auch der Fokus von Kochemi ist ja eigentlich auch eher und relativ klar auf den Profi ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Die blau-silbernen Privatkundenprodukte sind wieder was anderes. Genau. Aber die klassischen Kochemi-Flaschen, genau, das sind die klassischen Kochemi-Flaschen und Produkte sind ja eigentlich ganz klar auf den Profi ausgelegt, muss man so in dem Sinn sagen. Und positiv kann man sagen, die Reinigungschemie, alles, was Reinigungschemie ist, in die Versiegelungen sage ich gleich was dazu, die funktionieren gut bis sogar sehr gut. Also Kochemi Eulex ist für mich der Klassiker. Es gibt wahrscheinlich kaum einen potenteren Klebstoff-Tierentferner. Gut, aber da muss man fairerweise dazu sagen, dass es nicht schwierig ist, ein extrem lösemittel durchzogenes Produkt auf den Markt zu bringen. Das ist ein anderes Thema. Was Baumharz anlöst. Das ist höchste Chemie der Giftigkeit. Ja. Also das funktioniert sehr gut. Ich füge noch einen weiteren Punkt an. Das stört mich so ein bisschen, also jetzt nicht an Kochchemie stört mich das, aber es wird generell in unserer Szene immer den deutschen Herstellern ein Vorsprung in Bezug auf Inhaltsstoffe, Materialverträglichkeit gegeben. Ja. Einfach implizit, weil man sagt, die Deutschen testen da mehr. Wenn man genau hinschaut, was Inhaltsstoffe anbelangt, ist Kochchemie teilweise, schwierig unterwegs. Eulex ist ein sehr, sehr gutes Beispiel da. Gibt es aber auch noch ein, zwei andere Produkte. Also rein von den Inhaltsstoffen Greenstar. Wie gesagt, durch das, dass sie eher den Profi ansprechen, ist das grundsätzlich okay. Aber man darf jetzt nicht hingehen und sagen, Kochem ist ein deutscher Hersteller und deswegen achten die auf Inhaltsstoffe. Schwierige Aussage. Ja. Ich würde auch meinen Einwand da geben, jetzt auf dich bezogen. Pass auf mit dem Wort Profi. Ich würde es eher nennen für die gewerblichen Nutzer. Weil Profi, was macht dich zu einem Profi für Pflegeprodukte? Wenn ich meiner Frau morgen zeige, ich bringe meiner Frau in einer Stunde polieren bei. Also die hat noch nie poliert in ihrem Leben, die kann in einer Stunde die B-Säule polieren und ich kann dir auch eine Politur von Kochchemie in die Hand geben und sie ist kein Profi, kann aber trotzdem damit arbeiten. Also ich würde eher, Kochchemie geht immer auf die gewerblichen Leute. Deswegen jetzt kommt ja das große Problem, was ich ein bisschen bei Kochchemie sehe. Die Freigabe der gewerblichen Profi-Produkte, wenn man es jetzt mal wirklich so in Anführungsstrichen, für den normalen Privatgebrauch. Ne? Und das ist so ein Punkt. Warum jetzt, das ist so eine Frage an Kochchemie auch oder an euch auch als Zuschauer, warum gibt es diese Serie, ne, wenn ich diese Serie genauso überall bekomme? No? Ja. Und da, das ist so ein Ding, wo ich mir sage, das ergibt irgendwie keinen so richtigen. Ist mir aufgefallen, Kochchemie ASC und Magic, Magic Wheel Cleaner, die kleinen 500ml Flaschen, no? Die sind vom Design her wie die großen Flaschen hier, wie die. Ja. Warum? Und dann gibt es aber noch den Reactive Wheel Cleaner. Warum wurde jetzt zum Beispiel der ASC oder der MWC in diesem anderen Design gemacht? Ja. Zählt das jetzt mit zu den gewerblichen Sachen? Ja. Und warum kann ich es dann aber überall normal kaufen? Und das ist halt sowas schwieriges Ding, wie ich finde. Und deswegen komm auch, und wenn du mal genau in das Sortiment von Kochchemie reinguckst, da sind ja Reiniger Wahnsinn, wie viel da zur Verfügung steht, auch in größeren Gebinden. Und ich glaube, was wir gar nicht so kennen. Und das ist auch so ein Ding, das verwirrt viele. Kaufe ich jetzt hier wie eine Art Sonax Profi-Line oder bin ich noch, das ist immer so diese Degradierung, bin ich der normale Endkunde? Ne? Das ist immer so ein Ding, wo ich sage, da muss man versuchen, wirklich das strikter voneinander zu trennen. Und eine weitere Sache, die ich finde,
weil wir vorhin, ich das angesprochen habe, mit auf so ein bisschen eingeschlafen, auf der Stelle treten. Die Produkte, die hier stehen, außer jetzt mal die OneCut P601, die relativ jung ist noch, und das Spray Sealant, die Keramik und das Wachs. So viel hat sich nicht getan. Und das, was gekommen ist, obwohl das eine schöne One-Step-Politur ist, aber die anderen drei Sachen, also Spray Sealant, Keramik und Wachs, die sind irgendwie komplett in der Dunkelheit verschwunden. Die sind in kein, und da rede ich jetzt nicht nur von meinem Kanal, sondern auch von allen Autopflegekanälen. Ich sehe keine Videos, und wir werden auch keine Videos von anderen Leuten gezeigt, wo irgendjemand das Spray Sealant als Referenz mit reinnimmt. Also ich weiß nicht, oder ich habe es nicht gesehen. Wo man sagt, daran müssen sich halt alle messen. Und das ist so, das finde ich einfach, ich will ja keinem Hersteller irgendwas böse, aber das finde ich halt einfach nur schade, weil das, was sich Koch Chemie aufgebaut hat, bröckelt immer oder fällt mir hier durch die Finger und fällt auf den Boden und verschwindet einfach von der Oberfläche. Auch so, die Produkte haben ihren super positiven Ruf. Refresh Cockpit Care habe ich ja zum Beispiel hier die Fahne für Koch-Chemie hochgehalten. Als Innenraum, Kunststoffpflege von Innenraum. Würde ich ja, auch sehr, immer sehr cool. Noch. Aber dann frage ich mich, wer schläft dort in irgendeiner Abteilung und hat zum Beispiel das Nano Magic Shampoo, das bleibt konstant. Es ist immer noch da und es haben ja nun mehrere gezeigt, dass das gar nicht so das bringt, was es eigentlich so was man erwartet. Ne? Nano Magic Shampoo, Nano ist so ein Begriff, würde ich heutzutage gar nicht mehr auf irgendwelche Produkte draufschreiben, weil eigentlich fast jeder weiß, dass Nano einfach nur mega klein bedeutet. Aber so richtig, das soll ja im Prinzip, ist es ja ein Versiegelungsshampoo. Ne? Und und ein normales Consumer-Produkt als Shampoo gibt es nicht. Ja, es gibt nur das Nano Magic Shampoo. Und wie ich auch schon gezeigt habe, wenn ich mir das Nano Magic Shampoo auf eine Versiegelung oben drauf mache, wird meine Versiegelung leiden. Und jetzt ist wieder der nächste Punkt. Ja. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle es war, aber ich hoffe, vielleicht hast du es auch gelesen oder gehört, man soll das Nano Magic Shampoo zur Pflege von der Keramik benutzen. Habe ich das jetzt nur falsch verstanden? Oder stimmt es nicht? Wenn es nicht nein, so ist, dann nehme ich es zurück. Soll man zur Pflege der Keramik verwenden? Das widerspricht sich schon in der das, was das Produkt zeigt. Also das sind so Sachen, warum wird da nicht mal ein Keramik-Shampoo rausgebracht? Auch ja, klar, alle bringen Keramik-Shampoos raus. Aber wenn ich eine Keramik habe, musst du doch dem Endkunden, und da muss man auch unternehmerisch denken und sagen, ey Leute, wir haben eine Keramik und jetzt kriegst du das Keramik-Shampoo zur Pflege. Das macht ja auch dem Endkunden auch Sinn. Ne? Aber nicht so ein Nano-Magic-Shampoo, was ich habe das Gefühl, dass das schon existiert hat, da habe ich noch nicht mal einen Führerschein gehabt. Ja? Und da geht es nicht weiter, das ist immer dieser Stichpunkt, es geht irgendwie nicht weiter und wenn was kommt, dann war es irgendwie, dann ist das schon im dunklen Loch verschwunden. So, das ist sehr, sehr schade. Ja, wir kommen jetzt halt in die, das ist jetzt eine reine Vermutung meinerseits, es ist nicht mit Wissen oder Daten untermauert. Das FSE ist für mich das Produkt, was aber diese Vermutung so ein bisschen unterstützt. Ich glaube, Koch Chemie ist ganz stark im Bereich der Outdoor-Häuser unterwegs. Dafür machen sie ihre Produkte. FSE zum Beispiel, ein super Produkt, um leichte Wasserflecken zu entfernen auf Autos, die nicht versiegelt sind. Ein Auto, das versiegelt ist, da sind Inhaltsstoffe drin, die die Versiegelung angreifen und es ist ja noch ein eigener Versiegelungsbestandteil mit drin, der sich drüberlegen kann. Dafür ist es nicht geeignet, auch wenn es im englischsprachigen Raum für Wasserflecken auf Keramik von jedem empfohlen wird. Ich rate immer jedem davon ab, weil ich sage, macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, das wurde entwickelt für Wasserflecken von großen Autohäusern, wo alle Autos draußen stehen und du halt einmal die Woche oder einmal im Monat all diese Autos von den Wasserflecken befreien musst. Für die Autohäuser funktionieren all diese Produkte, Nano Magic Shampoo, FSE und so weiter. Der Allround Quick Shine ist ja auch so ein klassisches Beispiel von einem Quick Detailer mit einer vergleichsweise schwachen Versiegelungsleistung und Hydrophobie. Nochmal, für Autohaus wahrscheinlich perfekt geeignet. Und ich glaube halt, dass Koch Chemie mit dieser Position zufrieden ist. Sie sind da stark verankert, das funktioniert für sie. Sie haben jetzt mit Direct Company einen Deal geschlossen, die pushen sie in den USA massiv. Vielleicht ist gar nicht dieser Need da, in den Detailing-Markt reinzugehen, hast du ja schon bei Sonax gesagt, weil dieser Detailing-Markt vielleicht schlichtweg zu klein ist, um das zu rechtfertigen. Ja. Und deswegen gibt es halt diese Produkte nicht oder deswegen geht da nichts vorwärts. Weil ich stimme dir hundertprozentig zu, bei allen Versiegelungen, die letzten Jahre rausgekommen sind, Wachs, Keramik, das Protector Wax würde ich auch noch dazu zählen, ist auch relativ neu. Oder wenn wir die alten anschauen, die 1K Nano zum Beispiel, das
bei der Versiegelungsleistung, da spielen sie aus meiner Sicht nicht genau, im obersten Feld. Genau, das 1K Nano war, jetzt muss das, man war vielleicht das, das war wieder, die Keramik, die man mit dem Nano Magic Shampoo waschen sollte. Nee, das, die Keramik heißt anders. Das 1K Nano war ja das Vorgänger, das ist ja nicht die Keramik. Aber das war ich die, glaube, da war die Verbindung, das war die Verbindung ja. zwischen dem Shampoo und dem 1K Nano, das war... Das war okay. die Verbindung. Da spielt es aber keine Rolle, weil das ein Kanano selber ja nicht die überragende Hydrophobie mit sich bringt. Jetzt müssen wir aber wieder aufpassen, Sebastian. Jetzt müssen wir fair bleiben in dem Sinne. Vielleicht gibt es ja Aspekte, die für die Versiegelungen von Kochchemie sprechen. Einfache Anwendung. Ich denke jetzt vor allem auch an eine problemlose Anwendung, dass eben auch jemand im Autohaus hinkriegt, der jetzt kein Detailer ist. Ein geringeres Risiko, ich sage jetzt mal, für Fleckenbildung, du kannst es anwenden, auch wenn es mal ein bisschen wärmer ist, es reagiert nicht so stark mit Luftfeuchtigkeit oder Hitze oder Materialverträglichkeit, dass du keine Schlieren auf Glas oder Kunststoff kriegst, vielleicht, das mag ja alles sein in dem Sinn, aber ich finde trotzdem, eine Marke wie Sonax hat in den letzten 5 Jahren sich stärker entwickelt, bringt alles das auch mit, aber bringt eben zusätzlich noch das mit, was wir als Konsumenten im Moment halt wollen. Ausgeprägte Perlenbildung, schöne Hydrophobie, Farbauffrischung und so weiter. Und ich meine, das Wachs hier ist so ein bisschen das perfekte Beispiel. Du hast eigentlich vorher das Wichtigste gesagt. Das Problem ist der Preis. Wenn dieses Wachs hier 40 bis 50 Euro gekostet hätte, wäre es ein gutes Wachs gewesen. Für 40 bis 50 Euro, weil das liegt für mich von der Leistung her ungefähr bei einem Sonax Premium Class Canauba. 40 bis 50 Euro, vielleicht noch 60, wären okay gewesen. Aber das Ding kostet über 100. Und okay, habe ich jetzt Preise nicht im Kopf, aber ich vertraue dir jetzt einfach. Für über 100 muss ein Wachs mehr können als das, was das Produkt hier kann. Und die Sprayversiegelung, gleiches Thema. Keramik, gleiches Thema. Du bist ja teilweise bei der Sprayversiegelung bei 500 ml 25 Euro oder sowas, ne? Ja. Und die Keramik also, kostet ja weit über 100. Ich meine, ja, das sind 100 Milliliter drin, aber... Das ist preislich eigentlich noch okay vom Keramikbereich. Aber bei der Sprayversiegelung, überleg mal, ich sag immer zu den Leuten, geh mal irgendwo, du stehst vor einem Regal und da stehen jede Menge Literflaschen. Ne? Ja. Und da siehst du so Synthetic Spraywerk, Sprayenstein Detailer, wenn es das als Liter gäbe, mit vielleicht mit Barney Bell und Canon-Spülkopf drauf oder was auch immer. Und dann hast du halt da eine Literflasche, wenn es die gäbe, da stehen halt, was weiß ich, 45, 50 Euro drauf. Dann nimmst du so einen bronzefarbenen oder welche Farbe hat 50-Euro-Schein, keine Ahnung. Da hast du dann, den nimmst du nicht in die Hand und reichst sie dem anderen rüber und nimmst das Fläschchen. Das ist halt so dieses. Und das ist, was ich schade finde, und um das ein bisschen so zusammenzufassen, was Kochchemie angeht, von meiner Position aus, ist, die haben auf jeden Fall, diese haben sich gut niedergesetzt oder herabgelassen, gut, einen guten Stand, auch in Deutschland und so weiter. Aber mit der Zeit, die anderen, wenn man das so ein bisschen grafisch darstellt, wachsen konstant immer weiter. Und bei Kochchemie geht es nicht nur gerade, sondern es geht immer ganz langsam, auf lange Sicht, so wenn jetzt nichts kommt. Das heißt nicht, die Produkte sind ja super, die Produkte machen auch ihren Job, aber das Ganze... verläuft sich so, für mich persönlich verläuft sich, es wird immer ruhiger und wenn was kommt, mal so ein kurzes Zucken, aber dann nee, und dann geht es wieder so ein bisschen runter. Das ist so der Trend, den ich gerade persönlich sehe und ich habe keinen Einblick in irgendwelche Umsatzzahlen, in irgendwelche personellen Sachen, keine Ahnung, vielleicht, ich kann mich auch komplett irren und das Geschäft läuft gerade massiv und die Sprayversiegelung verkauft sich wie geschnitten Brot, das ist das Beste, ich weiß es nicht. Weiß, vielleicht liegen wir völlig falsch. Kann aufkommen. Das ist nur das, was ich als Außenstehender so für mich, das ist ein Gefühl, das ist so mein Eindruck, ein Eindruck, den man hat. Der kann auch komplett in Realität auch komplett falsch sein. Vielleicht macht Kochchemie dieses Jahr die Zahlen ihres Lebens. Das weiß ich nicht. Wer weiß. Weißt du, was ich nicht verstehe? Die Reinigungschemie von den gewerblichen Produkten, die sind ja preislich unfassbar attraktiv. Mhm. Eulex kostet fast gar nichts, Green Star kostet fast gar nichts. Aber das hat auch mit Inhaltsstoffen zu tun, Andreas. Aber warum schlagen sie bei den Versiegelungen so dermaßen oben raus? Ja, das ist schwierig, ne? Also man muss sich ja auch immer, und das gilt ja für alle Hersteller, man muss sich an den anderen ein bisschen orientieren, ne? Wo liegen die preislich? Dann, ich gehe mal davon aus, dass Kochchemie auch die Produkte von Konkurrenzmarken einfach in ihren eigenen Tests mit drin hatte. Und da muss man auch schauen, wie viel bieten die an, für welche Füllmenge, zu welchem Preis. Und dann kann man entscheiden, komme ich von meiner Marge her hin, komme ich von meinen Rohstoffen hin und komme ich noch so weit hin, dass die Menschen, die da hinter der Firma stehen, und das ist ja bei allen Herstellern, was viele auf dem Markt immer vergessen, von den Käufern,
dass da auch wirklich Leute, Energie, Hallenmiete, Grundstück, was auch immer, also das ist ja nicht nur das Produkt herstellen und dann verkaufen und derjenige wird reich, sondern es müssen ja auch die ganzen Kosten gedeckt werden. Ne? Ja. Und da ist halt jetzt die Frage, muss diese Sprayversiegelung als Beispiel oder muss das Wachs so teuer sein und aus welchem Grund? Waren die Rohstoffe so teuer? Ist die Charge, also die Menge an Produkten so klein, dass man sagt, man muss es echt zu einem hohen Preis anbieten, aber das macht das Ganze für die Käufer ja unattraktiv. Also um zusammenzufassen, auch so in keiner Gruppe, wo ich irgendwie damit drin bin oder keiner schreibt mich an und fragt mich, was hältst du vom Kochchemie Spray Sealant? Hast du dir mal das Kochchemie Wachs angeguckt? Niemand fragt nach diesen Produkten. Und das ist für mich ein Zeichen, dass ich sage, das scheint komplett die Relevanz verloren zu haben. Oder hast du irgendjemanden in irgendeinem Beitrag, in irgendeinem Post, in irgendeiner Frage irgendwas von diesen Produkten gelesen? Nichts. Ja, doch, wenn sie neu sind. Gerade wenn sie neu gemacht haben, dann schreien alle danach. Ja, jetzt aber. Eine Woche, zwei danach nicht mehr. Ja, und das ist für mich ein ganz, ganz, auch jetzt mal den Hersteller gegenüber, das ist ein ganz, ganz alarmierendes Zeichen. Ja? Würde ich es jetzt interpretieren, wenn ich Hersteller wäre wenn ich jetzt ein moderner Hersteller wäre, dann hätte ich auch irgendjemanden so ein bisschen als Spion in den Gruppen drin, der einfach mal guckt, was unterhalten sich die Leute, was feiern die Leute. Das nennt man Marktforschung. Ne? Also man muss niemanden einstellen, der den ganzen Tag Facebook-Gruppen durchsucht. Ne? Aber man merkt doch eine Tendenz, also ich merke es in unserer Facebook-Gruppe oder auch bei WhatsApp, da kommen halt 0, gar keine Fragen über diese Produkte, 0, gar nichts. Ja, nichts. Richtig. Niemand, der einen Erfahrungsbericht macht, niemand, der danach fragt, keiner, der sagt, ey, ich habe das jetzt hier drauf, das hielt so und so lang. Keiner, da ist null, das ist absolute Totenstille. Und das ist ein sehr, sehr alarmierendes Zeichen, wie ich finde. Und das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin beschrieben habe, dass das irgendwie total sich so in so einem Schleier auflöst, das Ganze. Das heißt aber nicht, dass die Firma irgendwie pleite geht oder irgendwas, sondern das Gefühl, was ich habe, wenn ich jetzt mal kritisch Kochchemie betrachte. Weil auch für mich sind immer noch Produkte wirklich sehr, sehr cool. Kochchemie ASC, Nano Magic Plastcare zum Beispiel. Ich gucke jetzt gerade unten, weil das steht hier unten zur Seite. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen weggucke. Auch die Polytoren, aber ich habe, glaube ich, auch die Sprayversiegelung da unten stehen. Ich kann die gerne auch nochmal in einen Vergleichstest mit reinnehmen, aber das wird komplett niedergehen. Das ist halt das Schade. Also Andreas, hast du ein Schlusswort? Ich stelle dir eine Frage, dass es irgendwie wieder so ein Aufwärtsschwung gibt. Und wir hatten ja das Thema dieser Übernahme noch gar nicht jetzt. Ne? Ich habe das jetzt auch nicht mehr 100% im Kopf, wer da was übernommen hat und wer jetzt damit drin ist. Ein französischer Konzern hat Kochem übernommen, wenn mich nicht alles täuscht. Abschließende Frage an dich. Wenn jetzt morgen Kochem, nehmen wir mal an, pleite wäre, verkauft würde, verschwinden würde, würde dir was fehlen auf dem Markt? Ich gehe jetzt gerade die Produkte durch. Ja. Und überlege, mit was ich sie ersetzen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist aber bei anderen Marken ähnlich. Ne? Ja, ist aber bei anderen Marken ähnlich, aber genau das. Und es geht jetzt nicht um die Produktleistung, sondern auch von dem, was das so mit sich bringt und alles, was dazugehört. Da würde ich jetzt sagen, ja, war mal cool, kannte jeder, aber es gibt genug anderes. Das ist genau das, was wir immer wieder draufkommen. Es muss irgendwie, wenn sie das wollen, vielleicht sagen die auch, ich bin in dieser gewerblichen Szene, sind wir so fest verankert in vielen Autohäusern, Reparaturwerkstätten und sowas, das ist alles super, aber ich sag mal, in unserer Szene jetzt, und das ist wirklich für unsere kleine Szene gesprochen, ist Kochchemie wirklich noch aktiv, aber es geht allmählich, wird immer so, es ist schon sehr, sehr ruhig geworden, sagen wir mal so, sehr ruhig, auch von den Zuschauern. Genau, das ist auch mein Fazit. Mir würde, leider Gottes, muss ich das so sagen, mir würde nichts fehlen. Ich kann alle Produkte, die es gibt, ersetzen. Ich habe keine, weil es halt so eine, so eine kalte Markenwelt ist. Ja, ich habe keine emotionale, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also ich habe keine emotionale Bindung zur Marke. Es gibt jetzt keine Markenbotschafter, die da draußen sehr bekannt sind, wo ich sagen würde, ist aber schade, wenn der fehlt. Da, und ich glaube auch, das wäre mein Tipp an Kochchemie, wo sie arbeiten müssten, daran, was Einzigartiges auf dem Markt zu schaffen, weil aus meiner Sicht haben sie das im Moment leider Gottes nicht. Ja, und da haben auch die Produkte, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, da dachte ich so ein bisschen, oh, jetzt gibt es hier den Kick, jetzt gibt es nochmal so einen kleinen Schub, aber das war so verschwunden. Ja.
Und das ist alles, nochmal um zusammenzufassen, das ist alles weder böse gemeint noch, aber das sind unsere offenen, ehrlichen Emotionen dazu. Und ich denke mal, deswegen guckt ihr auch das Video oder vielleicht auch die vorhergehenden Videos, dass wir einfach mal über diese ganzen Sachen quatschen, weil das sind die Hersteller, mit denen wir in der Autopflege einfach zu tun haben, deren Produkte wir nutzen und so weiter. Und deswegen freuen wir uns auch auf euer Feedback unten in den Kommentaren zu Kochchemie. Sagt was zu den Produkten, sagt was zum Auftritt, schreibt gerne mal was rein. Wie seht ihr die Zukunft von Kochchemie? Wo seht ihr Kochchemie auch bei uns in der Szene? Und da will ich euch gar nicht auch ins Wort fallen und sagen, hier seht ihr die da und da, sondern ich sage gar nichts, sondern schreibt einfach mal eure Meinung generell zu vielen verschiedenen Sachen zu Kochchemie einfach mal unten in die Kommentare rein. Wie erlebt ihr den Hersteller und so weiter? Sagt uns, welche Marke wir uns als nächstes anschauen. Genau, ganz wichtig am Ende immer, schreibt uns unten in die Kommentare, welche Marke sollen wir uns als nächstes anschauen, und dann geht's weiter mit der nächsten Runde. Und ja, wenn euch das Format gefällt, dann auf jeden Fall einen Daumen oben da lassen und wir freuen uns über euer Feedback unten in der Kommentarbox. Ansonsten, Andreas, haut rein, alles zusammen, und Andreas, auch vielen, vielen Dank nochmal an dich. Danke, sehr gerne, danke fürs Zuschauen. Und ich räume mein Regal jetzt wieder ein. Abonniert den Kanal. Genau, ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.